Da oben ist ein Sniper. Den habe ich gar nicht bemerkt. Willkommen zurück zu Far Cry 6. Auf dem Weg zur nächsten Mission bin ich in diesen größeren Kontrollpunkt geraten. Und den versuche ich jetzt zu clearen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, ja. Lass mich hier. Boah. Ausgeschaltet. Ist hier hinten noch wer? Nö. Hä? Ernsthaft? Den kann ich nur so ausschalten. Mit Dings. Kann ich nur vor Ort ausschalten. Ups. Schnell ranschleichen. Oh oh. Den kann ich nur so deaktivieren. Teile. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch. Liebe rare Jarana, wie ihr wisst, wird unser berühmter Tabak angebaut, um das Wundermittel Hero herzustellen. Dieses Medikament spürt Milliarden in Kiste noch. Oh. Der sieht die Leichen nicht gut. Erobert. Ohne überhaupt richtig gesehen worden zu sein. Dann fahren wir mal weiter. Ups. Spezialeinheiten. Konya. So. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Das sind alles Spezialeinheiten. Kann ich dich ausschalten? Yes.
Heil dich. Und weg hier. Oh. Schnell weg wegen dem Heli. Da fährt das Auto. Der hat sich auch nur gedacht, oh, da ist so ein Verrückter, der schießt auf mich, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Alle Zivilisten unterstehen dem Militärrecht. Nichts als absoluter Gehorsam wird geduldet. Hier steht jemand. Kiste, Kiste, Kiste. Tischkap. Hier ist das. Hab gehört, du hast heute Nachtschicht. Gucken wir mal kurz hier drauf. Okay. So. Du bist neu, was? Ach, da oben ist die Kiste. Wie komme ich da hoch? Treppe. Das ist ein Safe Spot. Mehr Frischfleisch. Gehen wir mal hier hoch. Die Sprengsätze kommen hier, hier und hier hin. Rede geht los, Ladung gehen hoch. Wir ziehen einen Ring aus Feuer, heißer als das Arschloch des Teufels. Und das heißt? Castillos Truppen kommen nicht raus und Verstärkungen kommen nicht rein. Und Danny ist mittendrin. Und dann was? Danny tötet El Presidente. Wunderbar. Hey, Danny. Danny! Was für ein geiler Supremo! Ich soll also Anton Castillo töten. Heute. Anton hält heute seine jährliche Unabhängigkeitstagsrede im Hotel Paraíso, live. Juan hat Infos, wo genau seine Sicherheitsleute postiert sind. So eine Chance gibt's nur einmal. Wir schlagen der Schlange den Kopf ab und machen uns Stiefel aus ihr. Mierda. Und du bist einverstanden? Ein Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk versklavt? Ich denk drüber nach. Und du so? Ich habe noch nie einen Präsidenten umgebracht. Das ist ein Attentat, Danny. Pures Guerilla-Meth. Gott, ich muss duschen. Und du brauchst das hier. Du wirst eine gottverdammte Guerilla-Legende. Ich ruf dich an. Er ist zu begeistert. Er hat recht. Töte Castillo und Libertad erhebt sich aus dem Chaos. Und danach? Wer weiß? Wer weiß? Geh und leg den Come Mierda um. Viva Libertad. So. Sprengstoff. Bei den Kontrollpunkten legen. 160 Meter. Danny, du musst die Sprengsätze an den Kontrollpunkten platzieren. Such nach den Generatoren. Verstanden, okay. Wie zünde ich sie? Gar nicht. Und ich lass die Bombe mit ganz Esperanza platzieren. Das wird eine Semtex-Symphonie. Du spielst die Tuba und ich bin der Dirigent. Vamos, Danny. Der Binga. Ich komme mit deinen Metaphern nicht mit. Ich zieh den Helikon. Da ganz. Ach, der ist gerade gespawnt. Ja,
Komisches Geräusch. Dem Helm weggeschossen. Hier muss ich vorsichtig sein. Ach, 38 Meter. Zu einfach. Voll übersehen. Noch so wenig Leute. Was machst du da? Der ist gegen die Wand gelaufen. Oder wenden Sie sich an Ihren Vertreter im nächsten PDP. Die Kanalisation. Hier ist was. Geräusche gefallen mir überhaupt nicht hier unten. Ist das der einzige hier? Ist nicht der einzige. Der einzige hier. Jetzt hab ich dich. Ja.
Suchgebiet. Ja, das Ding natürlich. Ne? Ein kleines Feuerwerk zu unserem Jahrestag. Da muss ich gar nicht hin. Da oben ist ein Sniper. Den habe ich gar nicht bemerkt. Hier muss ich auch noch mal daran denken, dass ich die ganzen Kisten hier einsammle, ja? Kimme und Popcorn. Die Pakete wurden abgeliefert. Du klingst wie ein verkrankter Briefträger. Sag doch, hey Juan, ich habe die Bomben platziert. Ich habe dir ein Foto geschickt, wo du mich findest. Ich komme. Ich bin auf den Dächern vor dem Hotel. Falls du vergisst, wie 275 Männer. Such einfach nach der Vaterfigur, die du schon immer haben wolltest. Ich glaube, du meinst deinen besoffenen Onkel. Nicht durch. Da hinten ist das. Es ist alles abgesichert hier. Ist da oben. Gehen wir in die Kanalisation rein. Ja. Gehen wir in die Kanalisation. Aber vorsichtshalber die AK nehmen. So, da kann ich einfach durchrennen, oder? Jupp, da lang. Alle Bürger sind verpflichtet, in ihren Wohnungen zu bleiben und Anweisungen der FND folgen zu bleiben. Hier sind welche. Aber ich muss hier lang. Also, alle Leute umgehen. Mich da hoch. Eine Zipline von da. Ah. Vielleicht geht es dann auch besser, hier hinzukommen. Wo ich hin muss. Geht mir verdutzt.
Alter. Hallo, Hundi. Vom Auto oder wo? Jo. What? Interessiert mich nicht, muss ich hier weiter. Nähere mich vor. Er ist auf dem Dach da oben. Warte. Da vorne, ey. Danny, nervös vor dem Einsatz? Ich bin's auf jeden Fall. Bomben sind gelegt, Juan. Deine waren die letzten. Spürst du es auch? Diesen Moment der Gelassenheit, bevor eine Menge Arschlöcher sterben? Zeit für meine drei Lieblingswörter. Zünde den Sprengstoff! PTTS für alle! Los, Danny, sichere das Hotel und leg Anton um! Komm ja nicht ohne Castillos Eier zurück. Ich werde sie in Bronze fassen. Ich konnte den Fallschirm nicht öffnen. Ah, stimmt. Flugverbotszone. Ist er doch eh nicht drin. Sichere die Hotel. Alter. Was ist denn hier los? Bis heute verfolgen mich die Lektionen, die mein Papa mich lehrte. Die Träume, die er für mich hegte, für meine Familie, mein Land. Vor seinem Tod erzählte er mir von einem Traum, den er hatte. Von einem Jahre, um das uns die Welt beneiden sollte. Ein Paradies als Erbe für kommende Generationen. Heute, da ich dieselben Träume für meinen eigenen Sohn Diego hege, begreife
das Paradies wieder aufzubauen. Und heute, meine wahren Jaraner, verleiht mir dieser Vision Gestalt. Der Dienst für diesen Wiederaufbau ist ein großer Erfolg. Muss ich jetzt hören, oder? Wir stellen ein Krebsmedikament her, das die ganze Welt dringend braucht. Die Nachfrage nach dem Video war niemals höher. Wir haben bereits mit dem Bau einer Fortschritt begonnen, die unsere Vergangenheit achtet, aber auch in der Zukunft blickt. Eine neue Revolution. Eine neue Gruppe Terroristas. Eine neue Bande falscher Jaraner. Libertad ist nichts anderes als ein Geschwür, was wir uns aufgebaut haben, zerstören will. Aber heute steht viel mehr auf dem Spiel. Denn die falschen Jaraner sind nicht nur eine Gefahr für mich und euch. Sie sind eine Gefahr für den Fortbestand von Jaran. Als ihr mich gewählt habt, habt ihr die Wahrheit gewählt. Es gibt keine zweite Chance. Nicht zielen ist manchmal auch. Jaran muss Viviro herstellen. Und nichts als Viviro. Mehr Viviro als je zuvor. Und wenn wir zulassen, dass diese Terroristas uns davon abhalten, geht die Entwicklung in eine Richtung. Scheitern. Kollaps. Den Aufzug zu nehmen. Armut und unser aller Untergang. Hör auf zu labern. Sag ich doch, ist nicht da. Danny, was ist da los? Bist du drin? Ich bin drin. Es ist niemand hier. Clara, ich glaube, die Rede war aufgezeichnet. Das ist eine Falle. Antons Soldaten sind unterwegs. Verschwinde! Du hast mich auf dieses Boot gebracht. Wieso lebst du? Ich bin Fortunas Nummer 1. Wie heißt du? Danny. Und du? Du weißt, wer ich bin. Du willst meinen Vater töten. Letztes Mal wolltest du unbedingt weg von deinem Papa. Das war falsch von mir. Warum? Darum. Fortunas Nummer 1. Er ist ein Monster, Diego. Er wurde so erzogen. Und du etwa nicht? Du wirst mich nicht töten! Kommt drauf an, ob du nochmal schießt. Wenn ich fliehe, findet er mich. Wenn er mich findet, werden Jaraner leiden. Verstehst du es nicht? Er lässt mich niemals gehen. Wie alt bist du noch gleich? Hast du Familie? Nein. Suchst du eine, Jamako? Du musst Yara verlassen. Er hört erst auf, wenn ihr alle tot seid. Mierda. Bleib in Deckung. Hier lang. Scheiß Diktatoren. Gracias. Du, Danny. Mein Papa ist krank. Deshalb ist er nicht hier. Kämpfe oder lauf weg. Aus dem Hotel. Coño, was für eine Schönheit. Castillo hat bestimmt nichts dagegen. Und weg. Oh oh. Hallo.
das Heil wieder rausgeschafft. Danny, was ist passiert? Wie hast du das gemacht? Es war eine Falle, aber ich habe mir ein kleines Präsent besorgt. Castillos Fahrbahnuntersatz. Riecht nach altem Diktator. Wir haben zwar Castillo nicht erwischt, aber seinem Regime geschadet. Geschadet? Du hast Antons Regime in die Kochanis getreten. Los, hol dir das Elissa. Hast du dir echt verdient. Hey, hast du jemals davon gehört, dass Castillo krank ist? Nein. Warum? Ich hab ein paar Wochen gestanden. Deine gute Info. Ich melde mich wieder. Jeder unserer Schritte lässt Yaras Freiheit in greifbarer Nähe rücken. Abgeschlossen. Gucken wir noch mal kurz, was hier. Anscheinend gibt es im FND-Lagerzentrum zu wenig Personal. Die betteln ja quasi darum, dass wir das Teil ausräumen, oder? Danke sehr. Ausforderung abgeschlossen sogar. Ja. Ah, das war mal eine schöne Folge. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Wir versuchen. Irgendwie Castillo zu finden und zu töten. Bis dahin, haut rein, ciao.